Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Otto Hahn, die Kernspaltung, Werk und Wirkung. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Hier finden Sie den zweiten Teil des Vortrages über Otto Hahn, über sein Werk und dessen Auswirkungen. Zu seiner Biografie verweise ich auf den ersten Teil. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Der kleine Vortrag soll sich gliedern in drei Teile. Erstens die Physik der Kernspaltung, wenigstens in Grundzügen. Zweitens die zivile Nutzung der Kernenergie, also besonders Kernreaktoren. Und drittens die militärische Nutzung der Kernenergie. Als Hintergrundbild und zur Erinnerung hier das Periodensystem der Elemente mit den Ordnungszahlen links oben und den Massezahlen rechts oben. Wichtig ist, dass die durchgehend gefärbten Felder natürliche Elemente kennzeichnen und die schraffierten Felder bezeichnen künstliche Elemente. Für uns ist wichtig, unten die Gruppe der Actinoide, die eingeschoben ist, bis hin zum Uran und Plutonium. Otto Hahn zu seinem Werk und der Wirkung zur Physik der Kernspaltung. Vorbemerkung: Als Isotope, von griechisch isos gleich und topos Ort und Stelle, bezeichnet man verschiedene Atomarten desselben chemischen Elementes. Isotope haben im Atomkern gleich viel Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen. Isotope haben also dieselbe Ordnungszahl, aber verschiedene Massezahlen. Als übergeordneter Begriff für eine Sorte oder Art von Atomen wird seit 1947 der Begriff Nuklid verwendet. In der Natur existieren 245 Nuklide, die bisher als stabil gelten, und etwa 80 Radionuklide, also instabile Nuklide, die radioaktiv zerfallen. Über 3000 weitere Radionuklide wurden künstlich erzeugt. Von den 91 natürlich vorkommenden Elementen werden in der Natur 69 als Gemische mehrerer Isotope als Mischelemente vorgefunden. Die übrigen 22 heißen Reinelemente und kommen nur in einer Form vor, in einem Isotop. Blei, hier im Bild umrundet, ist das schwerste Element mit noch stabilen Isotopen und das Nuklid Blei 208 ist damit das schwerste stabile Nuklid. Weiter zur Physik der Kernspaltung. Die Kernspaltung wird nur bei genügend schweren Nukliden beobachtet, von Thorium 232 aufwärts. Nur bei ihnen ist die Zerlegung in kleinere Atomkerne leicht und mit Freisetzung von Bindungsenergie möglich. Hier im Bild das Tropfenmodell der Kernspaltung als grafische Darstellung. Bei einem Beschuss mit Neutronen dehnt sich der Kern in die Länge. Die lange Reichweite der gegenseitigen elektrischen Abstoßung der Protonen überwiegt dann die anziehende starke Kernkraft mit ihrer kurzen Reichweite. Die beiden Enden des Atomkernes werden auseinandergetrieben, werden instabil und der Kern zerreißt in zwei oder selten in drei Bruchstücke. Dabei werden große Mengen der bisherigen Bindungsenergie frei und einige Neutronen. Eine Erläuterung zum Massendefekt. Als Massendefekt oder Massenverlust bezeichnet man das Massenäquivalent der Bindungsenergie des Atomkernes. Der Massendefekt zeigt sich als Differenz zwischen der Summe der Masse aller Nukleonen, das sind die Protonen und Neutronen, und der tatsächlich gemessenen, stets etwas kleineren Masse des Atomkernes, nicht des Atoms, sondern des Atomkernes. Bei einer Kernspaltungsreaktion oder auch beim radioaktiven Zerfall ist die Summe der Massen der entstehenden Teilchen stets etwas kleiner als die Summe der Ausgangsmassen, weil die Bindungsenergie des Atomkernes in thermische Energie umgewandelt wird, also in Wärme. Durch diese Änderung der Bindungsenergie nimmt aber die Gesamtmasse ab, das ist der sogenannte Massendefekt. Diese schöne Münze der alten Bundesrepublik mit ihrer einleuchtenden Grafik sei das Hintergrundbild zur Kernspaltung.
Die spontane Kernspaltung als eine Form des radioaktiven Zerfalles sehr schwerer Atomkerne ab einer Ordnungszahl von 90 Thorium kommt sehr selten auch in der Natur vor, ohne äußere Einwirkung. Man hat festgestellt, dass vor 2 Milliarden Jahren der Naturreaktor Oklo in Gabun in Afrika mit Natururan-235 für 500.000 Jahre gebrannt haben muss. Bei der von uns Menschen gemachten, neutroneninduzierten Spaltung kommt ein freies Neutron einem Atomkern so nahe, dass es von ihm absorbiert werden kann. Der Kern gewinnt dadurch die Bindungsenergie und eventuell auch die kinetische Energie dieses Neutrons. Er gelangt dadurch in einen angeregten Zustand und spaltet sich. Die Gesamtzahl der Protonen und Neutronen bleibt bei jeder Kernspaltung erhalten. Der häufigste Fall ist die Spaltung eines Atomkernes in zwei Kernspaltfragmente. Nur sehr selten entsteht noch ein drittes Fragment. Meist entsteht ein leichteres Fragment mit einer Massenzahl um 90 und ein schwereres Spaltfragment mit einer Massenzahl um 140. Außer den Bruchstückkernen, den Spaltfragmenten, werden einige einzelne Neutronen freigesetzt, typischerweise 2 oder 3. Diese können durch Spaltung umgebender Atome eine Kettenreaktion auslösen. Otto Hahn zu seinem Werk und seiner Wirkung: Die Erläuterung der Spaltfragmente. Die Spaltfragmente sind mittelschwere Nuklide mit einem relativ hohen Neutronenanteil. Diesen Neutronenüberschuss haben sie vom Ursprungskern übernommen. Sie sind daher instabil und geben zunächst manchmal noch weitere Neutronen ab. Diese verzögerten Neutronen können weitere Kernspaltungen auslösen und sind für die Regelbarkeit von Kernreaktoren bedeutsam. Die danach immer noch instabilen Spaltprodukte bauen ihren Neutronenüberschuss durch aufeinanderfolgende Beta-Minus-Zerfälle weiter ab. Im Folgenden die Erläuterung zum Beta-Zerfall. Der Beta-Zerfall. Der Beta-Zerfall eines Atomkerns erfolgt durch die schwache Wechselwirkung oder die schwache Kernkraft. Dabei wandelt sich ein Neutron in ein Proton um unter Abstrahlung eines Elektrons und eines Elektron-Antineutrinos. Dies geschieht durch die Umwandlung eines Down-Quarks in einen Up-Quark unter Vermittlung eines negativen W-Bosons. Damit ändert sich zwar nicht die Atommasse im Wesentlichen, aber der Atomkern und die Ordnungszahl und damit das Element. Das Werk von Otto Hahn und seine Wirkung. Jetzt zu der zivilen Nutzung. Kernreaktoren und Energie. Wirtschaftliche Bedeutung hat die neutroneninduzierte Spaltung als Kettenreaktion in zivilen Kernreaktoren. Hauptsächlich werden die Nuklide Uran-235 und Plutonium-239 verwendet. Bei der Kernspaltung kommt es zur Freisetzung von Energie, denn die Spaltprodukte weisen zusammen einen Masseverlust auf gegenüber dem schwereren Ausgangskern. Und wegen der Äquivalenz von Masse und Energie wird diese Differenz der Massendefekte als Energie frei. Der größte Teil dieser Energie wird durch die elektrostatische Abstoßung in kinetische Energie der Fragmente umgewandelt. Das heißt, die Kernbruchstücke und die freien Neutronen fliegen extrem schnell auseinander. In Kernreaktoren werden sie im umliegenden Material abgebremst und erzeugen dabei Reibungswärme durch Zusammenstöße mit den Atomen ihrer Umgebung. Die bei der Kernspaltung frei werdende Energie von etwa 200 Megaelektronenvolt, Millionen Elektronenvolt pro Atomkern, verteilt sich auf die Teilchen und die Strahlungen, hier im Bild auch aufgeführt. Die freigesetzte Energie von rund 200 MeV liegt um ein Vielfaches höher als bei chemischen Reaktionen, dort typischerweise etwa 20 Elektronenvolt pro Molekül. Das Bild zeigt die Funktionsweise eines Kernkraftwerkes mit der Trennung in Primärkreislauf, Sekundärkreislauf und in Kühlkreislauf. Zur Funktionsweise. Die Umwandlung in elektrische Energie geschieht indirekt wie in herkömmlichen Wärmekraftwerken auch im Kernkraftwerk. Die Wärme,
die bei der Kernspaltung im Kernreaktor entsteht, diese entspricht dem Kessel in einem Kohlekraftwerk, wird auf einen Wärmeträger übertragen, meistens auf Wasser. Direkt im Reaktor oder indirekt in einem Dampferzeuger entsteht Wasserdampf. Dieser Wasserdampf ist heiß und steht unter Druck. Er treibt dann eine mehrstufige Dampfturbine an. Die Dampfturbinen der Atomkraftwerke gehören zu den größten ihrer Art. Nach dem Passieren der Turbine wird der Dampf kondensiert und heruntergekühlt und erneut in den Wasserdampfkreislauf zurückgeführt. Die Dampfturbine wandelt die Wärme dann in Rotationsenergie um und ist über eine Turbinenwelle mit einem Generator gekoppelt. Der Generator wandelt die kinetische Energie der Turbine in elektrische Energie um. Transformatoren passen die Generatorausgangsspannung an die Netzspannung an. Aus der Reaktionszone, dem Reaktorkern, entweichen nur die entstehenden Elektron-Antineutrinos, ein Teil der Gammastrahlung und einige freie Neutronen. Eine Erläuterung zu Moderatoren. Eine Moderatorsubstanz, von lateinisch moderare, mäßigen, dient dazu, freie Neutronen, die meist relativ energiereich und schnell sind, abzubremsen. Die Abbremsung erfolgt durch wiederholte elastische Streuung an leichten Atomkerne, also durch elastische Stöße. Die vom Neutron abgegebene Energie wird als Rückstoß von dem betroffenen Atomkern aufgenommen. Und dieser gibt sie in weiteren Stößen als Wärme an die umgebende Materie ab. Der Hintergrund ist folgender. In Kernreaktoren entstehen bei der Kernspaltung schnelle Neutronen. Diese werden durch Moderatoren auf thermische Energie, niedrigere Energie, heruntergebremst. Denn schnelle Neutronen lösen nur selten die gewünschte weitere Kernspaltung aus, ein gebremstes thermisches Neutron dagegen mit höherer Wahrscheinlichkeit. Ein moderierter Reaktor benötigt daher für die selbsterhaltende Kernspaltungskettenreaktion eine viel geringere Menge Kernbrennstoff als ein schneller Reaktor ohne Moderator. Folgende Moderatoren werden in Kernkraftwerken genutzt. In Leichtwasserreaktoren wird normaler Wasserstoff in leichtem, also gewöhnlichem Wasser genutzt. Und in Schwerwasserreaktoren Deuterium, also das schwere Wasserstoffisotop, in schwerem Wasser, sowie in Graphitreaktoren Kohlenstoff in Form von Graphit. Zur Erläuterung. Das gewöhnliche leichte Wasser ist preiswert und nicht brennbar und verdampft im Falle einer Überhitzung des Reaktors. Wenn keine Moderation durch Wasser mehr vorhanden ist, erlischt die Kettenreaktion automatisch. Leichtwasserreaktoren benötigen aber zum Betrieb angereichertes Uran und sind auch größer. Schwerwasserreaktoren mit dem teuren Deuterium können dafür mit dem nicht angereicherten Natururan betrieben werden. Sie sind kleiner und geeignet in mobilen Anwendungen wie zum Beispiel in Atom-U-Booten. Graphit, also reiner Kohlenstoff, ist günstig herzustellen und bremst die Neutronen auch, allerdings erst nach vielen Stößen auf die notwendige niedrige Geschwindigkeit. Die Kerne von Graphitreaktoren sind größer als die von Leichtwasserreaktoren. Graphitreaktoren können aber auch mit nicht angereichertem Natururan betrieben werden. Ein Problem: Bei einer Überhitzung des Reaktors wie in Tschernobyl 1986 behält Graphit aber seine moderierenden Eigenschaften und die Kettenreaktion wird nicht unterbrochen. Die Brennstäbe. Im Reaktorkern von Atomkraftwerken befinden sich die Brennstäbe. Brennstäbe sind mit Kernbrennstoff gefüllte Rohre, die in ihrer Mitte gesinterte Tabletten, sogenannte Pellets, aus Urandioxid oder Mischungen von Urandioxid und Plutoniumdioxid enthalten. Die metallische Bremsstabhülle trennt die radioaktiven Produkte vom Kühlmittel des Reaktors. Im AKW Brockdorf zum Beispiel haben die einzelnen Brennstäbe eine Länge von 4,8 Metern und einen Durchmesser von 11 Millimetern. Viele einzelne Brennstäbe werden zu Brennelementen gebündelt.
Nach dem Ende ihrer Betriebszeit, das heißt, wenn durch die Kettenreaktion ein hoher Anteil von Brennstoff in Spaltprodukte umgewandelt ist, werden die Brennelemente ausgetauscht. Die abgebrannten oder verbrauchten Brennelemente werden in Abklingbecken über mehrere Jahre zwischengelagert und müssen gekühlt werden, da durch Nachzerfallswärme die Elemente noch nach Monaten schmelzen können. Die Nachzerfallswärme ist die Wärme, die nach der Kernspaltung durch den weiteren Zerfall der kurzlebigen radioaktiven Spaltprodukte entsteht. Die Steuerstäbe. Der Reaktor wird gesteuert durch Steuerstäbe oder synonym Regelstäbe oder Kontrollstäbe. Diese enthalten ein Material, das Neutronen stark absorbiert, zum Beispiel Verbindungen mit Bor oder Cadmium, und werden ebenfalls von einem stählernen Rohr umhüllt. Durch das vollständige Einfahren der Steuerstäbe in den Reaktorkern zwischen die Brennstäbe kann die Kettenreaktion zunächst vermindert und schließlich ganz unterbrochen werden. Mehrere Steuerstäbe eines Brennelementes werden zu einem Steuerelement zusammengefasst, wie hier im Bild dargestellt. Durch die Aufnahme der Neutronen wird das neutronenabsorbierende Material mit der Zeit verbraucht. Die Steuerstäbe haben daher eine begrenzte Lebensdauer von 6 bis 10 Jahren und werden dann ausgewechselt. Zum Werk von Otto Hahn und seiner Wirkung. Zum Abschluss noch kurz zur militärischen Nutzung. Die dunkle Seite der Kernspaltung sind die Kernwaffen. Bei Kernwaffen wird die exponentiell anwachsende Kernspaltungskettenreaktion einer überkritischen Spaltstoffanordnung als Energiequelle genutzt. Das heißt, es werden zwei für sich genommen unterkritische Massen von spaltbarem Material mittels eines chemischen Sprengsatzes zusammengefügt und somit plötzlich Überkritikalität erzeugt und die Explosion ausgelöst. Die zerstörerische Energie wird primär als Lichtstrahlung, Hitze und Radioaktivität sowie sekundär in Form einer Druckwelle freigesetzt. Noch ein Wort zur kritischen Masse. Die kritische Masse ist die kleinste Masse eines spaltbaren Materials, durch die eine Kettenreaktion noch aufrechterhalten werden kann. Sie hängt von der geometrischen Anordnung ab und von der Anwesenheit einer Moderatorsubstanz. Ein dünnes Blech zum Beispiel würde fast alle für die Kettenreaktion erforderlichen Neutronen nach außen verlieren. Die kleinste kritische Masse wird daher bei einer kugelförmigen Anordnung erreicht und kann durch Kompression des Materials zusätzlich noch verringert werden. Durch Umhüllung mit einem Neutronenreflektor aus Graphit, Beryllium, Blei oder Stahl kann ebenfalls die Kritikalität einer unterkritischen Masse erhöht werden. Der kritische Zustand ist der normale Betriebszustand eines Kernreaktors mit einer sich selbst erhaltenden Kettenreaktion. Dabei werden durch Kernspaltungen genauso viele freie Neutronen erzeugt, wie durch Absorption oder Leckage wieder verschwinden. Das Video zeigt auch ohne Ton die ungeheure Kraft aus der Kernspaltung. Kleinste Massen werden nach Einsteins berühmtem Gesetz umgewandelt in Energie und können im Zivilen gut genutzt werden oder bösartig im Militärischen durch die Drohung mit Kernwaffen. Damals scherte sich übrigens noch niemand, auch nicht die Amerikaner, um die Verseuchung der Atmosphäre mit radioaktiven Spaltprodukten. Das endete erst durch das Atomtest Stopp-Abkommen 1963, das nicht nur, aber auch durch Otto Hahn mit initiiert wurde. Mein persönlicher Kommentar zum Werk von Otto Hahn und seiner Wirkung ist folgender. Ich bin nicht Fachmann und interessierter Laie und ich verstehe, dass es zu diesem Thema auch andere gut begründete Meinungen gibt. Ich meine, bei der zivilen Nutzung der Kernspaltung in Atomkraftwerken bestehen große Risiken. Ein GAU würde in Deutschland und Mitteleuropa zur Verstrahlung großer Flächen über extrem lange Zeit führen und unserem Volk schwer schaden. Wir sind Menschen und begehen selbst bei guter Arbeit Fehler,
Sogar in Ländern mit guten Ingenieuren wie Russland und Japan ist das passiert. Außerdem könnten bösartige, aggressive Regime oder Gruppen Kernkraftwerke als Faustpfand zur Erpressung nutzen. Daher finde ich die Entscheidung richtig, die zivile, industrielle Nutzung der Kernenergie bei uns zunächst zu beenden, wie sie von den Grünen lange gefordert und der damaligen Bundeskanzlerin 2011 umgesetzt wurde. Zum heutigen Zeitpunkt 2023 sind außerdem noch unklar die langfristige Zwischenlagerung und die Endlagerung der radioaktiven Spaltprodukte. Es gibt auch gegenläufige Argumente. Diese Grafik zeigt, dass aktuell weltweit Kernenergie nicht abgeschrieben wird. Deutschland war durch die Siemens AG weltweit führend in der Kerntechnologie mit relativ sicheren AKWs. Ich halte daher nicht für richtig, dass pauschal auch die Forschung zur Entwicklung der Kerntechnologie abgebrochen wurde. Man sollte immer offen für neue Technologien bleiben und fantasievoll. Niemand kann künftige ingenieurtechnische Innovationen vorhersagen. Es gibt vielversprechende Ansätze mit Generatoren der sogenannten vierten Generation mit vielen verschiedenen Typen, wie zuletzt mit dem Konzept des Laufwellenreaktors und dem in Berlin patentierten Dual-Fluid-Reaktors. Es ist möglich, dass zukünftig bei solchen Reaktoren sowohl die Risiken als auch die Wirtschaftlichkeit durch Wiederaufbereitung und die Zeiträume der Endlagerung entscheidend verändert werden. Bei neuer Technik sollte eine erneute Nutzung nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Daher sollten bei uns auch ohne eigene industrielle Nutzung Forschung und Entwicklung nuklearer Technologien weiter betrieben und gefördert werden, um Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit nicht zu verlieren. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf den ersten Teil mit der Biografie von Otto Hahn sowie auf die übrigen Kapitel. Dr. Hans-Jürgen Alexi.